Also wir wissen, dass wir Verkehrszuwächse im Güterbereich haben und wenn wir die sinnvoll und ökologisch sinnvoll verarbeiten wollen, dann müssen wir die Häfen stärken. Wir sind in Düsseldorf eigentlich gut aufgestellt durch die gemeinsame Hafengesellschaft mit den Neussern, mit einer Kooperation mit den Kölnern. Es ist gelungen, hier im Haupthafen die Kapazität zu erhalten. Das sollte ja mal ursprünglich umgewandelt werden in weiteren Medienhafen. Und jetzt ist das nächste Projekt in Reisholz, den vorhandenen Hafen auch auszubauen. Da haben wir gesagt als Grüne, das ist eine interessante Variante, aber ist nicht unproblematisch. Es gibt Verkehrsbedenken, Umweltbedenken. Das soll durch Gutachten jetzt erforscht werden, ob das sinnvoll machbar ist oder ob das nicht geht. Wir sind da offen für den Prozess. Die Neuss-Düsseldorfer Häfen haben das heute noch mal vorgestellt. Das ist ja noch in einem Projektstatus, noch nichts beschlossen, aber wir glauben, dass wir da frühzeitig mit den Bürgerinnen und Bürgern, den Anwohnern ins Gespräch kommen und dann das ausloten. Während die Belgier und Holländer kräftig geguckt haben, dass sie die Güterzugstrecken ausbauen, wurde bei uns Zeit verschlafen. Und das schadet Düsseldorf, denn die Alternative ist, dass die dann alle mit den LKWs von den Seehäfen rüberkommen. Und das können wir uns in Düsseldorf gar nicht vorstellen, was das bedeuten würde. Das ist die Variante, die in Holland auch schon begonnen wird. Die bauen an der Maas ihre Binnenhäfen aus, laden dann auf den LKW um und dann kommen sie von Roermond, von Wantum, von Venlo mit den LKWs über die A52, über die A46 hier rüber und fahren durch Düsseldorf durch, nicht nur über die Autobahn, aber auch auf die Autobahn. Dann haben wir im Pendlerverkehr wieder volle Straßen, dann ist nicht nur eine Spur mit LKWs besetzt, sondern zwei von drei Fahrspuren. Und das würde einen Verkehrskollaps bedeuten. Nur weil ein Hafen eine ökologischere Alternative ist, heißt das nicht, dass man da mit der Natur maßlos umgehen kann. Da haben wir einen kritischen Blick drauf. Das zweite ist die Lärmproblematik. Das betrifft sowohl Schiene wie Straße wie Wasserstraße. Da denken wir, muss auch die Bahn zum Beispiel schauen, dass sie deutlich leisere Waggons, die es schon gibt, auch auf die Schiene setzt. Und beim Schiffsverkehr ist es auch ein Problem mit dem, was die Motoren so an Dreck auswerfen. Auch da gibt es eigentlich schon Alternativen. Da müsste eigentlich auch von Bundesebene eine Umrüstung mit unterstützt werden, denn das ist in Düsseldorf mit den vielen Rheinschlingen tatsächlich ein Problem. Die Hintergrundbelastung, Feinstaub durch Schiffsmotoren, da muss man auch ran. Ja, wenn man jetzt zum Personenverkehr kommt, dann ist Düsseldorf als eine Pendlerhochburg in Nordrhein-Westfalen dringend darauf angewiesen, dass wir die Zuwächse, die wir an Arbeitsplätzen demnächst bekommen, die Leute mit guten Bus- und Bahnverbindungen vor allen Dingen nach Düsseldorf reinbringen, dass das eine Alternative ist zum Auto. Wenn ich Bahnen aber habe, die permanent überfüllt sind, ständig überfüllt sind, die sehr unzuverlässig sind, dann treibe ich Leute auch wieder aufs Auto und das kann nicht im Sinne unserer Stadt sein. Der Schienenpersonenverkehr ist meiner Erfahrung nach überhaupt nicht im Fokus des Oberbürgermeisters. Da wird immer noch eine Autovorrangpolitik in Düsseldorf gemacht und auch hier wäre ein Umdenken erforderlich. Also die Umweltzone, die gibt es, die wurde jetzt erweitert, das ist auch richtig, aber das hilft ja nicht, wenn trotzdem eine Autovorrangpolitik ist. Nur weil ein Auto weniger Feinstaub produziert als sein Vorgänger, verstopft es immer noch die Straßen und die Autovorrangpolitik zeigt sich, dass hier massiv illegales Parken, Gehwegparken legalisiert wurde und damit klar gemacht wurde, man will hier Platz für Autos schaffen. Das ist für eine moderne Großstadt eigentlich der falsche Weg. Es gibt wirklich saugefährliche Stellen, aber das ist eine Kehrseite dieser Autovorrangpolitik. Wenn ich sage, es darf hier kein Parkplatz wegfallen und die sollen sogar noch auf dem Gehweg parken, dann wird der Platz zu enge und es werden gefährliche Situationen dadurch auch produziert. Wir haben jetzt wieder einen Umbau einer Straßenbahnhaltestelle, wo anschließend der Radweg so bescheuert auf die Straße gelenkt wird, dass ich da schon prognostiziere, da wird es bald mal knallen. Und das sind Situationen, da muss die Verkehrssicherheit vorgehen, vor dieser Autovorrangpolitik. Darüber streiten wir in dieser Stadt. Aber der Anteil vom Radverkehr wächst, trotz dieser falschen Politik der Stadt, weil Düsseldorf sich eigentlich für Radverkehr gut eignet. Wir müssen jetzt gucken, dass wir da auch den Fokus darauf setzen, mehr Radverkehr auch willkommen zu heißen.